Einen wunderschönen guten Morgen aus Usut. Von mir auch ein schönes guten Morgen. Wir sind jetzt gerade ausgecheckt aus dem Hotel, sitzen jetzt gerade wieder im Auto und heute geht's zurück Richtung Marrakesch. Ein Abend, eine Nacht in Marrakesch. Und nach Marrakesch geht's dann zu unserer Endstation Essaouira. Und ja, Nacht war dann etwas auch recht kühler. Etwas kühler. Der Abend gestern dafür war etwas schwüler. Dadurch, dass wir an den Wasserfällen waren, war halt mehr Luftfeuchtigkeit vorhanden. Und das hat man dann auch direkt in Form von verschwitzten Klamotten gemerkt. Ja, aber ansonsten, die Wasserfälle an sich wunderschön. Aber als Reiseziel direkt muss man Glück haben. Bei uns war es sehr überlaufen und sehr voll. Eine komplette Nacht kann ich nicht empfehlen, würde ich nicht empfehlen. Wenn man mal auf dem Weg dran vorbeikommen sollte, wenn man irgendwo anders hinfährt, dann ist es auf jeden Fall sehenswert. Aber einzig und allein deswegen hinzufahren und da zu schlafen, ja, aber nicht sonntags. Also die Wasserfälle sind wirklich schön. Man kann auch im Wasser baden, das haben wir jetzt nicht gemacht, weil halt einfach so viele Leute da waren. Und ja, aber ansonsten halt echt beeindruckende Bilder. Und keine Affen. Ja, die Affen haben wir leider nicht gesehen, aber beim nächsten Mal. Bis dann. Was extrem Wichtiges vergessen heute, und zwar ist heute der 4. Mai, May the 4th, und damit wünsche ich allen einen wunderschönen Star Wars Tag und ja, möge die Macht mit euch sein. Wir machen hier gerade Pause an der Tankstelle und der Thomas, der hat sich eine Reiseführer-App auf sein Handy runtergeladen, englischsprachige, und die schlägt so Sätze vor, die man wissen muss. Und ich weiß nicht, ob man es auf dem Video sieht. Da sind unter anderem Sätze drauf wie dabei: Ich bin Amerikaner, oder unser Lieblingsspruch: Kann ich nicht einfach Geld zahlen und wieder gehen? Zurück in Marrakesch. Wir haben uns jetzt gerade mal schön was zu essen geholt. Shawarma. Nachdem wir eine Runde über die Souks gedreht sind. Und ja, wie ihr seht, Thomas und ich pfeifen uns schön Shawarma mit Pommes rein. Und Romy dachte sich, sie gibt das genaue Gegenteil und pfeift sich Obst rein. Ja, wird noch ein bisschen was gegessen und dann ein bisschen gechillt. Und dann mal gucken, was heute noch so geht.